Hallo und herzlich willkommen zurück im Happy Room. Ja, wir sehen hier noch unsere Schlachtmaschine vom letzten Mal, ich meine Forschungsmaschine. Ja, alles für die Forschung, alles für die Forschung und dass die armen Leute ihre Cupcakes bekommen. Ja. So, das löschen wir aber mal. Wir sollen 12.000 Schadenspunkte zufügen, kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Das mit dem abgetrennten Körperteil ist noch schwierig. Plasmakanone. Teleporter an der Decke. Teleporter an der Decke. So, dann könnte ich so, so, so und so und so, so, so und so. Und dann die Plasmakanone. Wo haben wir die denn? Gucken wir mal, was es bringt. Was auf jeden Fall immer gut kommt, ist Äxte. So. Die drehen wir sogar wieder. Was können wir noch machen? Disco-Kugel. Oh, ich glaube, Eis ist nie verkehrt. So. Gut, schauen wir mal, was draus wird. Vielleicht schaffen wir ja irgendwas Bestimmtes. Auf jeden Fall sieht es punktetechnisch gut aus. Nein, nein! Nummer 13, da hat er noch einen kleinen Breakdance hingelegt da unten, aber dann war er vorbei. Schade, schade. War das vielleicht ein bisschen zu viel mit den Äxten? Was könnten wir denn noch machen? Raketenwerfer wieder. Hammer. Was haben wir denn da? Plasma. An der Decke und Boden möglich. 50% mehr Schaden. Immer rein damit, ne? So, was haben wir denn hier noch? Madame Bille. 50% mehr Schaden. Okay. Auch nicht schlecht. Tödliche Strahlen. Probieren wir es mal aus. Und los geht's. Go. Oh. Ob wir den da jemals oben reinkriegen? Ja, jetzt war fast drinne. Aber hat nicht gezählt. Ich muss ihn mit den Plasmakanonen durch das Portal an der Decke schießen. Ja, das wird knifflig, ey. Wir haben übrigens hier die Punkteleiste hier so ist komplett voll. Wow. Also, wir haben ihn so zerstört, der zerstört geht nicht. So. Wow, nicht schlecht.
So, haben wir wieder was freigeschaltet, irgendwie. Nee. Legen Sie es jetzt mit einer Bombe, okay. Töten Sie es Dummy mit einer Minigun. Mit Tesla. Okay. Ja, gut. Gut. So, was haben wir jetzt als nächstes? Wenn es sich im Todesstrahl befindet. Das mit dem Todesstrahl könnte man ja auch nochmal testen. Das haben wir jetzt auch noch nicht so wirklich ausgereizt. Wir haben wieder was Neues auf jeden Fall. Was haben wir denn jetzt noch freigeschaltet? Schwarzes Loch. So. Dann. Brauchen wir ja nicht mehr. So zum Beispiel. Was könnten wir noch machen? Wieder ein bisschen Eis, oder? Eis ist eigentlich immer ziemlich gut. Ich meine, wir brauchen es jetzt für keine Aufgabe. Aber so im Allgemeinen kam Eis eigentlich immer ganz gut an. So, gucken wir mal. Wie er sich einfach im Kreis dreht, wie so ein Brummkreisel. Brauchen Sie drei Todeslaser vollständig auf? Okay, das kriegen wir hin. Sollten wir hinkriegen. Es könnte sein, dass wir so sogar Ding wieder voll kriegen. Es könnte sein, ja, ich glaube, wir kriegen den Balken gleich wieder oben komplett voll. Dann kriegen wir wieder so eine Animation. Oh ja, das sieht gut aus. Wir werden Profikiller. Komplett zerstört, ey. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gucken wir mal Disco-Kugel mal weg. Was haben wir denn jetzt? Das steht immer spicken. Mit was soll ich das denn spicken? Soll ich da Dinger hinten machen oder was? Können wir auch machen, gar kein Problem. Kriegen wir hin. Wenn es sich im Todesstrahl befindet, das sollten wir hinkriegen. So. Passt nicht. Okay, so. Auf geht's. Kopf ist auch schon ab. Eieieiei. Können wir es beschleunigen? Ah, weißt du was, brechen wir ab, komm. Eigentlich geht es jetzt eher um die Aufgaben. Plasmakanone, Teleporter, Decke. Das. Ich dachte, das hätten wir fertig gekriegt. Lassen Sie den abgeschrieben auf der Rakete, bla bla bla. Okay, fügen Sie den Plasma. Gleichzeitig 3 Sekunden lang Feuer, Laser und Todesstrahl. Boah, leck mio. Feuer, Laser und Todesstrahl. Okay, Todesstrahlen haben wir. Feuer sollte nicht das Problem darstellen. So. Laser. Sollte auch machbar sein, so.
Egal. Wir gucken mal. Ja, ja, haben wir voll. Geil. Sehr schön. So. Das würde ich jetzt wieder überspringen. Mit schwarzem Loch. Wie viele schwarze Löcher können wir denn machen? Viele, wie es aussieht. So. Ich würde vielleicht doch nochmal die Platten machen. Falls er doch auf den Boden klatscht. Dass es dann auch weitergeht. So. Gib alles. Gut, es dauert jetzt einfach nur ein klein bisschen. Aber die 4000 Schadenspunkte sollten wir voll kriegen. Das sollten wir hinkriegen. Das mit dem abgetrennten Körperteil auf der Rakete. Das ist schwierig. Dann das mit den Plasmakanonen durch die Decke schießen, das sollten wir hinkriegen. Bin ich der Meinung, dass wir das schaffen. Haben wir geschafft, perfekt. Verbrauchen Sie alle Ladung des schwarzen Lochs. Das sollten wir auch hinkriegen. So. Und? Jo, haben wir geschafft. Cool. Pfahl, schwarzes Loch, Flammenwerfer. Also, ich arbeite das jetzt ein bisschen mehr ab hier. Also Pfahl. Schwarzes Loch. Und anschließend die Flammenwerfer. So. Das ging schnell. Schießen Sie 12 in ein schwarzes Loch. Ah, okay, okay, okay. Gut, das ging schnell hier. Der Wahnsinn. So. Und dann brauche ich hier nur noch ein schwarzes Loch hier. Moment, der kann auch weg. Auf geht's. Auch das haben wir geschafft. Also wir ballern hier jetzt gerade eine Aufgabe nach der anderen durch. Schmeißen Sie 5 Monster in ein schwarzes Loch. Die Aufgaben werden immer leichter. Guck mal hier. So, auf geht's, zack. Hui. Abgeschlossen. So, aktivieren Sie 8 schwarze Löcher innerhalb von 2 Sekunden. Bitte was? Wie soll ich denn das schaffen? Aktivieren Sie 8 schwarze Löcher innerhalb von 2 Sekunden. Ah, das ist jetzt knifflig. Das ist jetzt wirklich knifflig. Ich hätte eine Idee, wie es eventuell funktionieren kann. Aktivieren Monster schwarze Löcher. Das weiß ich jetzt nicht. Das würde ich jetzt nämlich gerade mal testen. Das heißt aber allein 8 schwarze Löcher ist ja schon mal ein Haufen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Das haut ja schon mal geldtechnisch gar nicht hin bei mir.
Gut, die Aufgabe können wir aktuell nicht machen. Was haben wir denn dann noch? Oh, 4 Euro haben wir. Das ist ja Reichtum hier. 50% mehr Schaden. Okay, bla bla bla. Plasmakanone, Säurespucker, Schrotflinte. Gut, das ist eigentlich alles so. Oh, ich weiß auch, wird zu einem Quasar 30% mehr Schaden. Tödliche Plasmastrahlen. Das hört sich interessant an. Das geht auch ganz gut. Einen hätten wir noch. Der hier. Zack. Fertig. So. Aus die Maus. Raus nochmal. Gut. Lassen Sie auf der Rakete. Bop, 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 bop. Das mit den 8 schwarzen Löchern, das kriegen wir halt noch nicht hin. Das mit der großen Rakete würde ich gerne nochmal versuchen. Ich weiß nicht, ob das was wird, was ich hier baue. Ja, wir versuchen es mal. Mal gucken, vielleicht wird es ja was. Das ist aber eine Kettenreaktion hier. Boah. Aber irgendwann muss doch mal so ein Körperteil abfetzen bei dem. Aber es muss halt auch an der Rakete heften. Das bringt mir nichts, wenn die halt immer danach abfallen. Ich hab eine Idee. Ich glaube, die Äxte bringen mir da relativ wenig. So. Ich glaube, ich muss da hier zum Beispiel Minigun und so Sachen. Hoppala. Zum Beispiel. Und Eis. Eis ist immer gut. Na, gucken wir mal. Eis verliert man auf jeden Fall relativ schnell Körperteile. Ich habe halt die Hoffnung, dass wenn die Miniguns da draufballern, dass dann ein Körperteil abgeht. Ich bin gespannt. Schaffen wir's? Er hat Körperteile verloren, die sind aber danach abgefallen. Oh Gott. Aber wir könnten wieder so eine Sequenz kriegen, wie es aussieht. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Jetzt so. Oh, mit dem Kopf. Jawohl, wir haben es geschafft. Der Kopf ist hängen geblieben. Geil. Und? Er gibt nicht auf. Nummer 24 ist es. Ja, Nummer 24 hat wirklich alles gegeben. Nicht schlecht, nicht schlecht. Was haben wir denn da? Springen Sie das mit einer Feder auf dem Boden? Immer dieses Spicken. Decke und an den Wänden. Oh. Ja, also das ist ja easy. Das ist ja wohl. Also bitte. Das ist eh so mal eine Sache, die man mal testen könnte, ne? Kostet dir nichts der Spaß. was machen wir noch? Ultra viele Monster. Einfach mal gucken. Einfach mal gucken, wie es ankommt, wie das wird. Können wir mal ein bisschen testen. Das haben wir schon einen Haufen Aufgaben erledigt. Erledigt. da können wir einfach mal ein bisschen rumtesten hier, was da so passiert. Alter, sind das viele Monster.
Und auf geht's. Ich hätte die schrägen Platten unten machen müssen, ne? Es sah interessant aus, okay. Sprengen Sie 100 Minen. Oh Gott. Oh nein, was mache ich denn? Sorry, mein Fehler, das wollte ich gar nicht. Ich wollte auf den Mülleimer klicken. Ja, jetzt müsste ich hier Minen an der Wand befestigen können, ne? Das kann ich nicht. Ich könnte. Aber dann habe ich alle Punkte zurückgesetzt, ne? Nee, jetzt will ich nicht. Wo kriegen wir denn. Okay, wir kriegen ja bei mehreren Aufgaben Euro. Das mit der Plasmakanone, das wollte ich jetzt auch nochmal testen. Teleporter an der Decke. Machen wir hier ein. Und hier ein. So. Und dann. Bräuchten wir die Plasmakanonen. Und da müsste ich eigentlich alles komplett einmal zupflastern hier. Und hoffen, dass er nicht auf dem Boden landet. Sondern immer schön fleißig beschossen wird. Ja. Wir gucken mal. Wir gucken mal, ob es klappt. Ja. Einfacher als gedacht. Eieiei, was habe ich da gebaut? So simpel. Und so bösartig. Ja, das war's. Das war's. Nice. Cool. Habe ich jetzt den Euro? Ja, ich habe den Euro. Mach ihn an der Decke. Okay. Ich kann jetzt aber Minen in der Mitte befestigen, oder? Ja, überall. Das ist geil. Das ist richtig gut. Da habe ich nämlich schon eine Idee, wie ich das mit den 100 Minen mache. Wenn es geldtechnisch... Ja, müsste eigentlich geldtechnisch reichen. Erstmal die wieder. Klassisch halt. So. Und dann minentechnisch... Was kostet mich denn der Spaß? 75, das sollen wir hinkriegen, oder? Lolololololololo. Wir ballern das alles voll. Komplett. Das wird herrlich. Überall, wo Platz ist, wird die Mine platziert. Er kommt eh überall hin. Kollege 28. Wow. Viel Erfolg. Wow. Das ist schon ordentlich. Da ist nicht mehr viel dran. Da ist auch schon der Kopf wieder ab. Boah, 2000 Schaden von 3 Sekunden. Gut, wie sieht's zeittechnisch aus? Ja, haben wir noch ein bisschen. Was brauche ich? Die Minigun, Flammenwerfer, Plasmakanone und den Laser vollständig auf, während sie auf dem... Bitte was? So, okay, wir gucken gleich mal, wie das gemeint ist. So, dann soll ich einen Block platzieren. Den mache ich einfach mal hier hin. Da soll ich jetzt platzieren an diesem Block die Minigun, den Flammenwerfer die Plasmakanone
und den Laser. Okay. Und die sollen komplett leer werden. Ich meine, das dürfen wir hinkriegen, oder? Also das dürfte jetzt nicht so schwer sein. Das mit den 8 schwarzen Löchern wird schwierig. Todesstrahl können wir nochmal versuchen. Bom, bom, bom. Fackeln wir ihn noch ein bisschen ab. Dann zünden wir ihn, dann frieren wir ihn noch ein bisschen ein. So. Gucken wir mal, was passiert. Eieiei. Die Minigun hat noch ein bisschen Power. Wisst ihr das noch? Oh mein Gott. Frozenality. Nicht schlecht. Eingefroren. Wir haben einen neuen Kopf freigeschaltet. Ziehen wir direkt an. Jetzt sind wir Tauben-Man. So, das machen wir jetzt nochmal weg hier. Weil wir haben so viel Damage gemacht. So. Dass wir die Mini gar nicht aufbrauchen konnten. Ich will jetzt wenigstens diese eine Aufgabe noch fertig kriegen dann. Aber wir sind auf einem guten Weg, ne? Also wir sind echt auf einem guten Weg. Wir sind schon bei Aufgabe 78. Ich weiß nicht, wie viele Aufgaben es gibt. Ob es 100 sind oder mehr. Oder nur 99. Wer weiß, wer weiß. Keine Ahnung. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie weit ich damals gekommen bin. Die Aufgabe war fertig. Sehr schön. Testobjekt 500 Blitzschaden zu, während es sich im Wasser befindet. Okay, das sollten wir hinkriegen. Das sollten wir hinkriegen. Das machen wir komplett einmal weg. Das machen wir weg. Das machen wir weg. Das machen wir weg. Im Wasser. Also das heißt, wir brauchen Piranhas. Definitiv. So. Und dann sollen wir Blitzschaden zufügen. Also das sollten wir ja wohl hinbekommen, denke ich mal. Gucken wir mal. Das machen wir ganz einfach. So. Machen wir noch schwarze Löcher. Mal gucken, was wir hier draus machen können. So. Und schauen wir mal. Schauen wir mal, wo das hier hinführt. Was wir da erreichen. Alles wieder hier so testmäßig. Alles für die Forschung. Alles für die Cupcakes. Auf geht's. Taubenmann. Sie dürfen. Taubenmann hat den Kopf verloren. Direkt. Jo, Aufgaben haben wir erfüllt. Sehr schön. Das mit den 2000 Schaden in 3 Sekunden, das könnte man mit dem schwarzen Loch kriegen, sehe ich gerade. Wir könnten auch gleich nochmal versuchen mit den 8 schwarzen Löchern. Beziehungsweise, das versuchen wir in der nächsten Folge. Die Folge ist jetzt ja nämlich schon wieder vorbei.
Ich würde sagen, ich beende jetzt, ich breche das hier auch ab, weil der wird nicht mehr viel passieren. Der würde so noch so ein bisschen rumflubbeln hier. Und dann war's das auch mit dem. Ja, ja, ja. Ich glaube, da passiert nicht mehr viel. Gut. Dann, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Wir sind schon bei Aufgabe 80 angekommen. Wow. Das ging schneller als erwartet. Wir sind echt gut. Vorhin haben wir auch echt einen Lauf gehabt. Eine Aufgabe nach der anderen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Macht's gut. Ciao.